vergangenen Wochen waren gefühlte 50 oder noch mehr Trainer im Gespräch für den Posten des neuen österreichischen Teamchefs. Seit ein paar Tagen wissen wir, Marcel Koller heißt der Neue. Die Kritiker waren natürlich, wie es bei uns so ist, gleich gefunden. Es hat teils heftige, negative Reaktionen auf die Bestellung des 50-jährigen Schweizers gegeben. In seiner Heimat hat Marcel Koller offenbar ein ganz anderes Standing. Dort gilt er als Erfolgstrainer und steht für die Eigenschaft des Schweizer Uhrwerks. Zuverlässig, genau und ausdauernd. Das war dann so, dass ich mich da natürlich dann beschäftigt habe mit dem Nationalteam. Wie sieht das aus und was ist da möglich und was musst du tun? Das ist natürlich eine ganz andere Arbeitsweise, dass du viel Vorbereitung hast, dass dann, wenn dann das Team kommt, die 10 Tage, eine Woche, 10 Tage, dass du dann, dass dann alles vorbereitet sein muss und dass du dann nicht viele Zeitverluste oder unnötige Dinge dann besprechen kannst und eben in dem Sinne gut vorbereitet sein muss. Und wenn du jetzt einfach nur kommst und sagst, ja, du kennst nicht mal die Namen der Spieler oder alle, guckst hier und das bringt nichts. Ja, also dann habe ich gesagt, ist besser, okay, auch die EM-Quali, man kann sich nicht mehr qualifizieren. Wir haken das ab, die 2 Spiele, und dann gibt es im November gibt's einen Neustart. Ich bin gut vorbereitet und wir können gemeinsam die Zukunft angehen. Am Anfang, wo ich gekommen bin, haben wir gesagt, wir brauchen ein gutes Scouting. Also das heißt, wir müssen die Spieler aussuchen, die fähig sind, auf einem hohen Level spielen zu können. Und dann war für mich jetzt nicht unbedingt wichtig, dass er beim Club jetzt immer spielen muss. Also wir haben dann uns für diese Gruppe entschieden. Und da war dann wichtig, eben, dass sie auf diesem Level spielen können. Das heißt, im mentalen Bereich, im physischen Bereich, im taktischen Bereich. Und wenn sie dann im Club nicht spielen, ist das natürlich nicht optimal. Das haben wir natürlich schon auch gespürt bei der WM-Quali. Wenn du dann längere Zeit nicht spielst, dann fehlt einfach der Rhythmus, dann fehlt das Gefühl schon eben auch, dann fehlt die Kondition dann über 90 Minuten, dieser Spielrhythmus. Trotzdem sind es aber Spieler, die das dann umsetzen können oder konnten. Und es war natürlich auch da dann ab und zu auf Messerschneide, weil all dem das eine oder andere nicht jetzt das Spielerische, aber das einfach die Sicherheit, das Selbstvertrauen und selber auch beim Spieler vielleicht dann nicht so rausgekommen ist. Und es war für uns aber wichtig, das Vertrauen zu geben, weil wir eben überzeugt waren. Weil jetzt aber auf der einen Seite auch dann wir nicht viele andere Spieler gesehen haben, die das dann auch so umsetzen können oder konnten. Und dass es halt einfach eben jetzt auch Zeit braucht, dass andere dazukommen, auch Jüngere wieder dazukommen und die lernen auch auf diesem Rhythmus, auf diesem Level spielen zu können. Ich glaube, dass wir alle gut mitgezogen haben und, glaube ich, einfach gut trainiert haben. Ja, es ist so, dass ich natürlich eine taktische Disziplin verlange, dass ich eine taktische Idee im Kopf habe, wie ich mir das Defensivspiel vorstelle, wie ich mir das Offensivspiel vorstelle, wie das dann umzusetzen ist. Und das braucht dann die Arbeit auf dem Platz. Und das ist so, dass das für mich auch die Organisation wichtig ist, ob das auch offensiv oder defensiv ist, wie man da steht. Und das ist eben die Arbeit auf dem Platz, wo du dann die Spiele führen musst. Das ist auf der einen Seite die Theorie, die du machen kannst, die wir den Spielern vermitteln. Auf der anderen Seite ist halt die Arbeit ist auf dem Platz und das ist das Wichtigste, dass du die Spieler dann führen kannst, dass du, ob das Einzel ist, ob das in der Gruppe ist. Und wenn du das 1-2-1 siehst und spürst, wenn du auf dem Feld bist, ist es ganz anders, als wenn natürlich die Taktiktafel da ist oder wenn ich irgendjemandem das so ohne jetzt die Tafel zu haben erzähle. Ich bin voller Adrenalin, ich bin guten Mutes und es macht sehr viel Spaß.